So, mal ein bisschen Stimmung hier. Ja, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Erstens einmal über mein neues Heferl. Funkelnagelneu. Von dem Christkindlmarkt schlechthin hier in Wien, vom Rathausplatz, wo der Bunsch heuer ja extra teuer ist. Ist auch so. Einsatz für das Heferl 4 Euro. Ja. Ja, ich meine, und das musst du ja mit heimnehmen. So. Dann weiß ich gar nicht, ist das da im Bild? Ja. Naja, ich habe schon wieder diese Milchglasscheibe da, ich sehe es ja nicht. Also, das ist mein Adventkranz. Wir hatten den dritten Advent gestern. Und ich habe vergessen, die dritte Kerze anzuzünden. Das habe ich jetzt gerade nachgeholt und jetzt mache ich aus, weil ich brauche ein bisschen Platz. Hier. Aber dafür habe ich diese hier. So. Gefreut habe ich mich wie ein kleines Kind zu Weihnachten außerdem über eins meiner fertigen Adventprojekte. Irgendwie hat mich da irgendwas gepackt, der Ehrgeiz oder ich weiß nicht was. Und ja, ich habe es durchgezogen. Ja, mal so 4 Tage frei, zack, ein Projekt fertig. Mein geknüpfter Weihnachtsteppich ist fertig und ich finde den so süß, ich meine saunettig, ja, aber total süß. Und was ich jetzt damit mache, weiß ich eigentlich auch nicht, muss ich gestehen. Ja, also eigentlich möchte man nicht drauf rumtrampeln, ne? Und jetzt weiß ich nicht, wo ich ihn hinlegen soll. Als Tischtuch am Tisch oder, ja, keine Ahnung, Bettvorleger und man steigt dann in der Früh gleich mal nicht drauf, so irgendwie. Jedenfalls ist er fertig. Und ich find, das war ein sehr nettes Zwischendurchprojekt eigentlich und ging jetzt doch schneller als gedacht. Also ich habe irgendwann einmal gesagt, in den letzten 4 Tagen, habe ich die Kasteln dann nochmal zählt und dann war es soweit, dass ich, wenn ich 4 Kasteln jeden Tag mache, wäre er gestern fertig gewesen. Tatsächlich fertig war er schon am Samstag in der Früh. Da habe ich dann die letzten Fäden hineingeknüpft und ja, ganz, ganz verwundert war ich, dass dieses Gerät zum Fäden hineinknüpfen tatsächlich bis zum Schluss kalten hat und nicht irgendwie abgebrochen ist, dieses Teil, weil ich habe teilweise schon sehr herumgewerkelt. Ja, und am Ende, es hat dann auch eigentlich Spaß gemacht. Also es ist wirklich wie ein großes Stickbild und von der Technik her halt, ne, musst halt zählen. Und dann habe ich auch die Kasteln zuerst gemacht, die nur eine Farbe haben. Dann habe ich die Kasteln gemacht, die alle in dem Dunkelgrün sind und ja, dann habe ich das Weiße weggeknüpft und dann das Helle weggeknüpft und dann hast du eigentlich nur noch zum Ausfüllen. Und es sind halt einige Kasteln, die wirklich nur rot sind. Das war ein bisschen langweilig. Da habe ich mir halt gedacht, gut, die knüpfe ich einmal weg, dann ist das erledigt. Und ja, also ich habe da verschiedene Dinge dann durchgezogen. Ende ist es ein Teppich geworden, den ich jetzt da am Tisch liegen habe, vorläufig und nicht weiß wohin. Ja, wurscht. Vielleicht lege ich mal den wirklich vors Bett oder so. Ja. Und mein Weihnachtspullover, also mein Adventspullover, weil bis Weihnachten wird der eh nicht fertig. Das kann ich eh schon mal abhaken. Weil, ja, also die Woche wird's total eng und werde ich nicht viel dran weiter stricken. Und, also ich sag's euch, wie es ist, wenn ich eine Runde schaffe am Tag, bin ich schon erledigt. Und ich habe jetzt auch hier meine Taktik etwas geändert.
Ja. Er ist ein Stück gewachsen. Man kann jetzt schon auch ein Muster erkennen. ja, und das ist halt vorne. Also hinten kann man mehr erkennen als vorne, weil ich ja hinten die verkürzten rein habe. Vorne ist es noch eher spärlich. Ne? Das langt noch nicht für nichts. Ja, und ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich erstens stricke ich das Teil hier, weil da die Fenster sind. Dann brauche ich dazu mein Mäppchen mit dem Lineal. Und ich habe das, also ich kann das Blatt ja nie fixieren, weil ja hinten auch, ne, ich habe, das ist, ja, das ist die Rückseite. Dann habe ich da den einen Ärmel. Dann geht es weiter hier mit der Vorderseite. Ja, und dann habe ich da den anderen Ärmel. Also ich bin da immer am Blättern und muss dann halt immer den Magnetstreifen, das Lineal dorthin legen, wo ich gerade bin. Und ihr werdet es nicht glauben, auch während einer Runde muss ich dann nachschauen, wo ich bin. Also sobald ich Blatt wechsle, habe ich schon wieder vergessen, welche Runde das ist. Ich kann diesen Muster an sich gar nicht folgen. Also beim Stricken, ich stricke ja öfters wieder zurück, weil ich mich verzählt habe. Ui, und jetzt habe ich die Nadel da wieder rausgezogen und Kaprille auf und so geht das da hin, ne? So geht das halt da hin. Jetzt bin ich auch wieder mitten in irgendeiner Runde. Also der rote Markierer markiert mir immer den runden Beginn, also weit bin ich in der Runde noch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt auch wieder alle Maschen erwischt. Ja, wird schon eng auf der Nadel. Also, weil dieses Muster setzt sich ja über die Ärmel und den Vorderteil natürlich fort und hat überhaupt keine Logik für mich, überhaupt nicht. Und wiederholt sich jetzt auch nicht. Also die Runde am Rückenteil ist nicht ident mit der Runde am Vorderteil. Das macht mich überhaupt fertig. Also ich bin da viel am Zählen, weil man hat teilweise auch 16 weiße Maschen zum Beispiel zum Stricken und dann wieder 15 und dann wieder 14 und das alles in einer Runde, ja. Also je nachdem, wo man halt gerade ist, dann hat man eben Zunahmen oder nicht Zunahmen und das ist auch ganz unterschiedlich verteilt für mich. Ich kann dem so nicht folgen. Also außer dass ich haargenau das mache, was der Chart mir vorgibt. Ich wäre verloren, hoffnungslos. Hoffnungslos verloren. So. Beim ersten Knäuel bin ich jetzt so, also das frisst jetzt gar nicht so viel Wolle, wie ich wirklich ursprünglich gedacht habe. Ja, also ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich zu wenig Wolle habe, werde ich nicht haben. Ich bin jetzt beim Chart in der Runde 36, so viel ich weiß. Jo. Und das ist die Hälfte, weil 72 Runden in dem Muster sind's. Und dann werden die Ärmel abteilt, glaube ich. glaub ich. Und dann ist eh Schluss mit den zweifärbig Stricken, wird gewechselt zu dem helleren Blau. Ich habe ja noch ein helleres Blau. Und dann, also die Ärmel und der Rest vom Körper ist dann alles in dem helleren Blau einfärbig gestrickt. Auf das freue ich mich. Und dann werde ich wieder jammern, weil das so langweilig ist und nichts mehr passiert. Was ich auch sagen muss, ist, dass es in der Kamera fantastisch ausschaut. Wirklich fantastisch. Okay? Ist es nämlich nicht. Also weiß und dann eine dunkle Farbe dazu stricken ist jetzt nicht die beste Idee, weil man sieht, dass es dunkle bei dem Weiß überall durchschimmern. Umgekehrt ist es nicht so. Und ja, das stört mich. Aber gut, das ist jetzt nicht das Einzige, was mich an dem Projekt an und für sich stört, wenn ich es in der Hand habe, weil es ist immer noch so kratzig wie Sau. also unbeschreiblich, unbeschreiblich, ja. Man wird auch ein bisschen dreckig beim Stricken, weil das fusselt halt in alle Richtungen und teilweise zerreißt es mich. Ich kriege richtige Niesanfälle, weil das dann so kribbelt.
Oh ja, was für ein Abenteuer. Ne? Ich habe mir unbedingt diese Wolle eingebildet für dieses Projekt. Man hätte sie auch mit einer normalen Wolle stricken können, sich weniger plagen dabei. Wobei, weiß ich nicht. Also ich finde es nach wie vor sehr anstrengend zum Stricken. Nicht nur wegen der Wolle. Und ich muss halt immer, also ich lege die daher auf den zweiten Sessel und wickel immer ein bisschen ab und dann verstricke ich das. Und dann wickel ich ein bisschen wieder ab, weil wieder irgendwie irgendwo ein Zug drauf ist, hast schon verloren. Ja? Wie das dann insgesamt halten wird, weiß ich auch nicht. Ich glaube, spinnerfahrungsmäßig, dass das sowieso beim ersten Waschen sich zusammenfilzen wird. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Also die Wolle selber. Ich glaube, dass die sich erst dann entfacht und entwickelt, wenn es das erste Mal nass ist. Und wahrscheinlich ist der Pullover dann doppelt so groß wie jetzt. Könnte auch sein, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, dass sich das alles miteinander ordentlich verfilzen wird. Und das wird man dann eher hinten erkennen, dass es so ist. Ja. Wenn der Faden reißt, ich habe den Tipp bekommen und als Spinnerin weiß ich das natürlich auch, dass man die Enden nass macht und dann zusammenwuteln könnte. Das mache ich auch nicht. Ich lasse dann, wenn es reißt, dann lasse ich einfach das Ende hängen und knüpfe den Faden wieder neu dran, weil ich eben glaube, dass sich das dann eh. Das Problem mit den Fäden, die da jetzt raushängen, wird sich nach dem ersten Waschen alleine gelöst haben, glaube ich. Und wenn nicht, dann muss ich es halt noch irgendwo verschwinden lassen. Ja? Also entweder sie filzen sich weg. Ich meine, sie hängen so jetzt auch schon miteinander zusammen. Sie hängen ständig irgendwo miteinander zusammen und verhaken sich. Und blöd ist immer dann, wenn sie am Arbeitsfaden hängen bleiben, weil die den halt ausnudeln. Ja? Und so geht es mir dann auch, wenn ich zurückstricken muss. Das muss man so extrem vorsichtig retour stricken, weil sonst hast du auch gleich wieder zwei lose Enden. Das tut der Wolle nicht gut, das Zurückstricken. Deswegen, ja, geht auch nicht wirklich viel weiter. Ja, aber ich möchte den Pullover haben, nach wie vor. Und ich wollte ja unbedingt diese Wolle haben. Also habe ich jetzt den Salat davon. Ich werde nicht aufgeben. Vor allem, weil ich jetzt eben Runde 36 von 72 eh schon bei der Hälfte bin von dem Chart. Ja. Also es geht eh bergauf, steil bergauf. Gut, mit meiner restlichen Zeit jetzt in der Früh, die ich noch habe, werde ich nicht an dem Teil weiter stricken, weil dazu ist es auch noch zu finster draußen, sondern ich werde mich jetzt vor den Fernseher knallen und mir den einen oder anderen Weihnachtsvlog der Kolleginnen reinziehen, bevor es losgeht, wieder die Arbeitswoche. Was für eine Freude. Ja, also die letzten 2 Wochen, wir haben jetzt Halbzeit, die werden noch stressig werden, fürchte ich. Und insofern bin ich froh, dass einmal ein Projekt, das ich mir vorgenommen habe, für den Advent fertig ist. Und über das andere Adventprojekt werden wir dann uns morgen unterhalten. Ob mich da auch noch so der Ehrgeiz packt und ich dann mehr in Zeit investieren werde, kann ich im Moment noch nicht sagen. Also, bis jetzt hat mich der Ehrgeiz noch nicht so gepackt, aber wie gesagt, über das reden wir dann morgen. Ich brauche morgen auch noch Material für euch. Okay.